Na, Dudes, alles ist bei euch und herzlich willkommen zu dem endlich kommenden 3000 Abonnenten Special. Endlich habe ich es hinbekommen, mal etwas für das 3000 Abonnenten Special zu tun. Eigentlich wollte ich das komplett anders machen, und zwar wollte ich extra einen Server dafür mieten und eine Map bauen, wo ein Catwalk ist und da halt verschiedene Spieler drauf joinen lassen und ja, und da halt und das halt ungefähr im Ungespielt-Style zu machen, wie er das bei seinem 10.000 Abonnenten Skinpack gemacht hat. Aber ich habe da lieber so meinen eigenen Style und ich habe nochmal die ganzen Pläne verworfen und ja, dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt auch schon mal das Video an, wo ich hier euch die Skinpacks zeige. Viel Spaß! So, jetzt wird das Video auch laufen, und zwar in 3, 2, 1. Einmal der Cinebert. Dann nochmal der Krepp XXX Tape. Und dann nochmal der kleine Bert. Wobei der Skin irgendwie richtig scheiße ist. Dann einmal der Double. Dann einmal der Let's King. Der ist ziemlich cool. Dann einmal der Ninbert, also der Ninja Bert. Oh yeah, der sieht auch schon mal richtig fresh aus. Und jetzt kommt der Noobie Tape. Diesen Skin finde ich persönlich irgendwie voll lustig. Jetzt kommt der Super Tape. Den benutze ich sogar selber. Ist auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig cooler Skin. Dann einmal der Tape Steinzeit. Uga, 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 Uga. Dann einmal der Ungetaped. Ist auch ein richtig, richtig, richtig cooler Skin. Aber der Super Tape, der gefällt mir noch um einiges besser. Jetzt einmal der Villager, Village Tape. Gefällt mir leider nicht ganz so gut, weil die Farben da nicht so wirklich passen. Und zuletzt der Zombie Bert. Auf jeden Fall ein richtig cooler Skin. Beschreibung wird auch unten in der der Link wird auch unten in der Videobeschreibung sein zum Download natürlich, und derjenige, der es natürlich gemacht hat, der wird dann natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt sein. Ich muss den aber natürlich erstmal wieder finden, weil ich habe das Skinpack, glaube ich, bei 3100 Abonnenten quasi geschenkt bekommen. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt wieder erzählen wollte. Ich bin jetzt komplett auf dem Ruder. Das tut mir ein bisschen leid, aber ein bisschen. Jedenfalls wird da halt wird der Link unten in der Videobeschreibung sein, sowohl auch von Download-Link her als auch von dem Macher. Den Kanal, der wird auch unten in der Videobeschreibung sein. Es sind auch wirklich, auf jeden Fall auch wirklich richtig coole Skins dabei. Aber am besten finde ich immer noch den Super Tape. Der gefällt mir wirklich besonders. Und ja, und dann wollte ich noch meinen Resource Pack releasen. Diesen Resource Pack, genau richtig, diesen Resource Pack, den ich auch so bei den Aufnahmen benutze oder halt so ziemlich bei allen. Oder wenn ich halt Minecraft spiele allgemein, den wollte ich gerne mal releasen, und jetzt wird noch mal ein extra Video eingeblendet, wo ich das hier zeige, beziehungsweise hier noch mal eine Szene, beziehungsweise ja eine Szene, wo das hier noch mal gezeigt wird, was da so alles ist und so. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich, bis dann, out rein an. Tschüss. So, da sind wir dann auch schon wieder bei dem Texture Pack, was ich die ganze Zeit benutze. Ich zeige euch jetzt, was hier so ein bisschen verändert wurde. Ihr kennt ja hier schon die Texturen von dem Baum oder halt von irgendwo anders. Und es wird gerade so laut gebohrt. Ich hasse Bauarbeiter. Mann, die sind gerade so extrem laut. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Jedenfalls habe ich hier ein bisschen was verändert, und zwar halt hier. Aha, 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 aha. Oh
yeah, so ist das nice. So. Zack. Das hier ist das diamantene Schwert. Direkt ein Master Sword. Alter Schäde, sieht doch gut aus. Das sieht so gut aus. Ich liebe nämlich Zelda über alles und das Master Sword muss hier einfach rein. Weil das einfach so ein awesome Teil ist. Das ist einfach halt awesome ist. So, und dann gibt es hier noch die diamantene Hacke. Die hat so ein bisschen irgendwie so Graffiti oder halt sonstiges. Keine Ahnung, was das ist. ja. Das hier ist die Schaufel, die hat genau das gleiche wie das mit dem mit der Ho. Oh, mit der Ho, ja, drei. Nein, Spaß natürlich nicht. Ja, das kann ich auch schon wieder einfach wegschmeißen, weil es ist halt hier nichts Besonderes. Hier ist das halt ein bisschen gefailt worden, weil ich. Ja, weil ich nicht so viel Ahnung davon habe, so von Design oder so. Hier ist die Diamant-Axt, die ist schon etwas besser. Ist auf jeden Fall richtig gut gelungen. Und dann hier noch bei den Goldapfeln, also bei den Goldäpfeln, sind halt noch die Aufwertungszeichen drauf. So im Grunde von Level Up. Es ist halt so eine Art Nerd-Texture-Pack. Mal gucken. Kriegen wir den? Ja, wir kriegen den nicht. Ich bin die Scheiße. Und da disliken auch alle meine Videos. Und ich hate euch mit meinen Multi-Accounts und ihr seid scheiße und ach, keine Ahnung. Nein, Spaß natürlich nicht. Für die Neuen ist es natürlich nur Spaß. Alter, wie viele Monster, what the fuck. Jedenfalls wollte ich euch das eben kurz noch mal zeigen. Ne, hier so. Das mit dem Aufladen des Bogens. Ich liebe solche Animationen irgendwie einfach. Weil die unglaublich cool sind, meiner Meinung nach. Ja, Licht! Juhu! Jedenfalls ist das eine wirklich richtig coole Sache. Alter Schwede, sind hier viele Monster. Ha, ja! Erst alle killen. Ha, ja! Na komm, ich kill euch alle. Ich kill euch alle schon. Ja, okay, ich schweife vom Thema ab. Jedenfalls ist das Texture Pack könnt ihr euch auf jeden Fall runterladen. Sorry für diese ganze Umschreibung. Weil manchmal fallen mir im Satz einfach immer wieder andere Wörter ein und die benutze ich dann halt meistens auch, bevor sich das halt besonders blöd anhört und dann hört sich das noch behinderter an als sonst. Das tut mir auch sorry. Hier könnte man ein super Spiel draus machen. Hier so ein Art Tower Defense oder sonstiges. Könnte man eigentlich gut machen. Ja, naja, jedenfalls, war es das eigentlich schon hier mit dem Texture Pack, weil hier ist auch nichts mehr so wirklich Besonderes. Ich werde wahrscheinlich noch die Texturen bei den anderen Schwerter verändern, weil das ja hier ja so eine Art PvP Texture Pack ist. Und ja, wie gesagt, ich werde hier noch die Schwerter verändern bis zum Release. Sind das ja noch ein paar Stunden. Ich werde das hier jetzt alles erstmal zusammenschneiden und dann würde ich mal sagen, ja, falls euch das Video hier gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Wenn ich dann nicht, schaffen wir die, lass mich nicht lügen, 150 Likes, wäre auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Für diese Mühe, die ich mir hier gegeben habe oder jedenfalls versuchen habe zu geben. Übrigens, die Animation, die Minecraft-Animation und die After Effects-Dinger, die wurden alle von mir selbst gemacht. Dabei kenne ich mich noch nicht mal mit dem Programm aus, besonders mit Cinema 4D. Kenne ich mich noch nicht mal wirklich richtig gut aus. Also auf jeden Fall müssen wir da schon ein bisschen Props für da lassen. Liket meine Videos und abonniert mich, danke bitte! Spaß natürlich nicht, das ist keine Pflicht oder so. Wäre aber auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Oh, jo. Oh Mann, ich bin behindert. Dankeschön, bitte. Ja. Wie gesagt,
schaffen wir die 150 Likes, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und falls ihr neu hier seid und euch mein Kanal gefällt, könnt ihr gerne abonnieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, haut rein und ciao! We'll be right back.